meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute mit, heute ist Freitag und wir haben schon Nachmittag, also ich glaube schon eins oder halb zwei ist es. Auf jeden Fall werden wir heute mein Büro weitermachen. Hier ist der Papa, der knuddelt gerade die Sophie da hinten. Sehr hilfreich. Hier ist die kleine Luisa, hilfst du dem Papa? Ja. Willst du mir noch helfen? Ja, das ist sehr lieb. Ja, auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall diese Produkte mal wegräumen, oder? Die jetzt hier im Weg stehen. Ja. Ja, Papa. Der Papa baut für mich jetzt zwei so schwarze. Sechs ich mal. Nimm deinen Pelz weg. Diese zwei Regale auf. Geplant ist eins links, eins rechts. Oh mein Gott. Lisa schlichtet schon herum. Und dann haben wir uns, also habe ich mir noch so eine schöne Lampe gekauft, eine schöne Stehlampe. Und noch so ein Besta-Regal. Und ein bisschen Dekogramm. Ja, und das werden wir heute aufbauen. Der Papa ist freitags, kommt immer früher von der Arbeit, deswegen haben wir das genutzt, um ja, quasi uns hier einzurichten. Gekauft haben wir die Sachen gestern. Und, upala. Ah ja, schaut, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Schaut mal, mein neues Setting. Da wird auf jeden Fall coole neue Sachen auf euch zukommen. Aber dazu mehr. Wow. Glaubst du, geht das schnell, so ein Regal aufzubauen? Die Lisa denkt, wow, was ist denn das für ein schöner Karton? Ich glaube, das kann man sicher schnell zusammenbauen, oder? Ich glaube auch. Oh, Luisi, Baby. Ja, wahrscheinlich, damit es nicht kratzt, oder? Da wir kurz. Hallo, Digga, bitte angelegt. Hi. Ja. 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 Wirklich. Oh, wie brav ist mein Baby, bitteschön. Okay, nimm dein Popschild weg jetzt. Du, geh weg. Das ist sowieso viel Spaß. Im Familienbetrieb ist die Luisa nicht mehr wegzunehmen. Schau mal. Ja, genau. Gib her. Oh, ich hab so viel über den Maus gehabt. Danke, Luisa. Bestes Mädchen. Küchen. Yay, Patrick ist von der Schule. Oh, schaut mal, wie große Liebe. Gibst du dem Patrick einen Kuss? Oh, eine Oma. Meine Haare werden mal gerichtet. Ich mag Grünchen. Kann dir immer seine Strebe hier wirken? Was? Daniel. Was? Die Strebe von oben. Zu mir wieder. Oh, danke sehr. So, Patrick, bring mal deine Sachen runter und dann komm rauf essen. Schatzi, soll ich mir auch einen Schraubenzieher holen und auch mitbauen oder geht das schnell? Wie soll denn der ausschauen, der Schraubenzieher? Kreuz. Kreuz, okay. In der blauen Kiste oder wo? Schaut nämlich nicht so danach aus, als wären hier Schraubenzieher drin. Was? Da ist auf jeden Fall noch kein System da drin. Ich kann den nehmen. Der schaut okay aus, ne? Fängt einfach mal gut an. Hey, Luise. Papa, mir hat so, wie heißt das? Sekundendämpfer.
im Gesicht gefickt. Welche Gummidämpfer? Lisa! Für die Türe oder was? Für deine Krone. Für den Deckel. So? Nein, aber deine Nase. Mama! Ja? Hab nichts verstanden. Sag mal, ich brauche noch eine Schraube. Nee, das mache ich. Aber so? Ist ja okay. Falsch. So? Verkehrt. So? Wenn der Papa weitermacht, werde ich ein bisschen Gemüsestrudel essen, weil ich habe noch nicht zum Mittag gegessen. Zusammen mit Patrick. Was ist der Fokus? Also hier. Was war das? Ich habe es herumgematscht. Ich hätte ihn, glaube ich, mehr rollen müssen, weil irgendwie ist er mir... Ich habe ihn zu flach gemacht deswegen. Aber er schmeckt lecker, sagt der Patrick. Aber ach, nicht gut den Strudel gerollt, Diana. Also da drin so Brokkoli, unser Garfiol, unser Tomato mit Kokosmilch, so quasi als Sahneersatz, mit Knoblauch und Zwiebel angebraten. Ja, aber die Konsistenz vom Strudel ist not so gut. Ist mehr eine Gemüsepampe mit Blätterteig, oder? Mhm. Sorry. Motivated, komm schon mal. Ich liebe es einfach so, mein Papa ein bisschen zu ärgern. Luisa, komm hier weg von da. Luisa, komm zu Mama. Komm. Ich hol mal schon. So, nach dem Essen, ganz wichtig, ein Kaffeechi. Und ich habe hier diese Milch, ich liebe die. Ich habe die schon früher mal getrunken, habe sie mal probiert. Und sie ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich auch empfehlen. Die Oatly gibt es beim Ikea, beim Spar und beim DM, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Milch. Für Veganer natürlich. Oder grundsätzlich halt ohne, nicht von der Kuh, sagen wir so, eine Hafermilch. Und das ist eine Barista-Edition. Das heißt, sie schäumt. Und deswegen liebe ich sie. So, der Papa trinkt auch einen Kaffee. Deswegen mache ich da ein bisschen mehr rein. Und los geht's, Cappuccino. Los geht's, los geht's. Mal eins steht schon. Das Kaffee. Das Kaffee herrscht. Lisa, warte. Hey. So, Kaffee habe ich mir gemacht. Das ist meiner. Papa sein habe ich auf den Tisch gestellt. Und der Papa muss ja unter. Diese Umstände kann man nicht anrufen. Oh. Sag jetzt nein. Sag nein zur Liebe. Wieso ich reicht? Ich mag den nicht. Und der Papa hat schon eins aufgestellt. Schaut das nicht schön aus? Das ist so eine. Ich zeig's euch mal vom Nähern. Und zwar ist das so ein Regal mit so Glasvitrinen, also so Glasböden in der Mitte und oben schwarz, unten schwarz. Und davon haben wir zwei Stück. Da kommt eins links und eins rechts. In der Mitte kommt noch so ein weißer Bester-Schrank. So, meine Lieben, haltet euch fest. Also ist noch nicht ganz fertig. Ich komme gleich. Okay.
Auf jeden Fall hat der Papa schon aufgebaut. Es ist noch nicht fertig dekoriert, es folgt noch. Bilder folgen auch noch. Aber ich zeige euch schon mal den Zwischenstand. Also, wir haben zwei von diesen schwarzen Regalen. Hier und hier. Die schöne Lampe. What? Ist die nicht schön? Mega schön, oder? Und dazwischen hier ist noch ein Regal, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Türen dazu. Leider haben wir vergessen, Scharniere mitzunehmen. Deswegen noch so. Aber so ist dann das Endprodukt. Ich würde es dann, glaube ich, noch ein bisschen näher zusammenschieben. Und ein paar Deko-Sachen haben wir schon reingetan. Wir haben diese Kakteen gekauft. Dann habe ich hier so eine schöne goldene Box gekauft. Schaut mal, wie cool ist das denn? Man kann sie so von oben befüllen. Und das ist überall, also da ist überall Glas und da ist ein Spiegel. Hi. Dann werde ich wahrscheinlich das Produkt des Monats oder so reingeben für meine ganzen Beauty-Artikel, die da unten sind. Die werden nämlich alle hier schön hier dekoriert damit. Dann haben wir hier eine Pflanze. Das ist die, genau dieselbe, die ich auch da drüben habe. Also Pflanze. Und dann habe ich mir auch noch so eine Glocke gekauft. Ich weiß noch nicht, was ich da reingebe, aber wir werden das sehen. Scharniere müssen noch gekauft werden und dekoriert. Das mache ich dann morgen und dann zeige ich euch morgen, wie es hier weitergeht. Hallo meine Lieben, wir haben aktuell schon Montag. Das heißt, ich habe das letztes Mal Freitag gebloggt, dann war Samstag. Samstag war absoluter Familientag. Wir waren ein bisschen shoppen, habe dann nicht gebloggt. Also wir waren viel in der Stadt, waren was essen und so, Familienzeit gegönnt. Am Sonntag war ich faul des Grauens, deswegen kam da von mir gar nichts. Und heute ist Montag und eigentlich wollte ich seit am Vormittag vloggen und den Vlog zu Ende machen. Wir haben aktuell schon 8 Uhr. Ich habe es nicht geschafft. Heute war wirklich ein voll gesteckter Plan. Also ich musste heute den Backofen reinigen, war ganz, ganz dringend. Dann, was war denn heute noch? Also ich musste eine Story drehen für eine Kooperation. Ja, und gehört halt irgendwie dazu und heute habe ich gar keine Zeit gehabt, irgendwie die Kamera in die Hand zu nehmen. Die Michelle ist auch zu Hause, weil sie krank ist. Ja, irgendwie, kennt ihr das? Man hat so gefühlt 3000 Sachen zu tun. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, denken sie so, naja, so viel war das gar nicht, aber die ganzen kleinen Dinge machen ein großes Ganze. Wir haben ja jetzt zwischenzeitlich, also am Samstag, Scharniere gekauft für die Türen. Das hatten wir nämlich letztes Mal vergessen und der Papa montiert die jetzt gerade, wie ihr sehen könnt. Was ist denn da los? Mami! Oh, die Luisa ist genau gefühlt heute so den ganzen Tag noch zusätzlich. Hey, hey! Hey, Michelle! Was ist los, Luisa? Heute bist du ein bisschen grumpy. Hallo! Da ist die kranke Michelle. Deine Nase ist so rot. Fühlt sich nicht so wohl, deswegen ist sie heute zu Hause geblieben. Luisa, schrei doch nicht lauter als alle anderen. Lass das bitte. Luisa, lass das bitte da. Luisa, gehst du mit Michelle spielen? Alles okay? Ja. Wie wär's, wenn du diesen Karton mitnimmst? Nein, das bleibt genau da drinnen, bitteschön. Ja? So ist die Luisa heute den ganzen Tag. Wo ist der Patrick? Der Patrick ist unten. Gehst du runter? Ja. Komm, geh mal mit der Michelle. Okay. Bis bald. Tschüss. Bye. Bye. So, meine Lieben, nächster Tag ist... Oh mein Gott, ich sag's euch. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, fertig zu vloggen. Wir haben noch gegessen, die Luisa war super unruhig. Also gestern war einfach mit der Luisa der Wurm drinnen. Und deswegen habe ich nicht mehr gevloggt. Und bin erst jetzt am heute ist Dienstag, Dienstagabend dazu gekommen, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich hatte nämlich heute mit der Luisa Kindergarteneinschreibung. Und vorhin war ich beim Zahnarzt und ich habe einen Zahn gezogen bekommen. Habe jetzt so lange gewartet, bis ich wieder normal sprechen kann, weil ihr könnt euch vorstellen, mit nach so einer Spritze kann man nicht wirklich normal reden. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gewartet und es ist schon wieder dunkel draußen. Also die Zeit verfliegt irgendwie nur so im Zuge, also so schnell, wenn ja Kinder zu Hause sind, weil sie krank sind und viel ansteht. Deswegen zeige ich euch heute das Büro, das noch immer nicht fertig ist natürlich. Es fehlen noch so viele Sachen. Dekos, die an der Wand hängen sollten, also so Bilder und so irgendwelches Krimskrams. Deswegen zeige ich euch mal hier im Schnelldurchlauf mein Büro. Also hier seht ihr schon, hier ist viel Krimskrams
Krimskrams, mein neues Lieblingswort scheinbar. Auf jeden Fall mein iMac, der leider schon zu alt ist. Hier ist ein Fernseher zum Zocken. Ihr werdet natürlich noch sehen und erfahren, warum habe ich denn hier eine Kamera und warum habe ich denn hier ein Mikrofon. Ihr werdet das noch erfahren, natürlich ganz bald. Mein Laptop, ich schneide mich gerade ein Video. Und dann habe ich hier meine ganzen Unterlagen, Ordner, Rechnungen, Bücher. Hier unten habe ich so zwei Kisten, ich sage euch mal, was da drinnen ist. Hier habe ich so Sachen zum Versenden, Ballons und Washi-Tapes. Also so zum Versenden meine ich, wenn ich so Pakete versende. Dann mache ich gerne so Konfetti rein. Dann habe ich hier meine Elektrokiste. Da habe ich ja, zwei Verteiler und sonst so Kabelzeugs, Kabelgedöns, Kamera, SD-Karten, Ladegeräte und alles, was man so braucht. Okay. So. Dann habe ich hier so ja, ein paar Sachen. Kameraverpackung und ja, kleine Teile. Dann noch meine Canon Legre, die wollte ich der Michelle geben. Die will nämlich ein bisschen vloggen für ihren Kanal. Und dann habe ich hier unsere Autogrammkarten, unsere Sticker. Das ist was, was ich in dem Video zeigen möchte. Das ist keine Kooperation, aber das ist irgendwas mit Nägeln. Deswegen, ich freue mich schon drauf. Eine Pflanze, mein Ringlicht, Sachen für ein Video, meine Couch. Mein Sessel, sorry. Mein Whiteboard, das ich noch nicht aufgehängt habe, muss ich noch machen. Und dann mein wunderschönes Licht. Das ist schön, oder? Hat 100 Euro gekostet, also gar nicht mal so wenig. Und, aber es ist wunderschön. Ich liebe es total, dieses Gold. Ich mag es ganz gern. Ja, und hier habe ich schon einiges eingeräumt, wie ihr sehen könnt. Ja, so 100% zufrieden bin ich noch nicht. Aber es schaut nett aus, oder? Hier habe ich auf jeden Fall ganz viele Beauty-Produkte, aber hier habe ich nicht so viele wie da drüben, das zeige ich euch aber gleich. Hier habe ich noch meine Box, die ist noch leer, da muss ich noch was reinstellen, was Schönes. Hier habe ich auf jeden Fall einen Teil unserer Nintendo Switch-Spiele, ein Amiibo, Foto mit meinen, mit vier von meinen fünf Liebsten, eine Pflanze, die genauso ist wie die da drüben und hier habe ich in der Glocke dieses Bild von uns reingetan und ja, ich weiß noch nicht, das ist jetzt nur so eine Notlösung, gefallen tut es mir jetzt nicht hundertprozentig, ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier auch sehr, sehr viele Beauty-Produkte, wie ihr sehen könnt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, warum hat sie so viele Beauty-Produkte zu Hause, ich vertreibe diese Sachen, also sowas kann man bei mir kaufen, wenn man möchte. Und in der Infobox könnt ihr ein bisschen mehr darüber lesen. Ja, hier auch noch mehr Beauty-Produkte. Dann diesen Frosch, den hatten wir schon im Vorraum. Den habe ich gestohlen. Und Kaktus von Ikea. Und hier noch so die beste Zahnpasta auf der Welt. Zaubermaske, beste Fußcreme auf der Welt. Und hier packe ich dann auch unsere, also die Pröbchen für meine Kundinnen ein, die sich da gern was mitnehmen, probieren möchten. Ja, yeah, I'm ready. Ja, und somit... Ja, das gefällt mir nur noch nicht. Kabelsalat, I hate it. Neuen Korb, Müllkorb, Papierkorb habe ich mir auch gekauft. Beim Ikea. Ich habe hier Patschen, wie ihr sehen könnt. Ich laufe aber trotzdem barfuß rum. Hi. Ja. Und wie ihr seht, warte, ich stelle euch mal kurz hier ab. Geht das so? Auf jeden Fall, ist ein bisschen hoch, ne? Auf jeden Fall, wie ihr seht, ist schon einiges hier vorangegangen. Aber natürlich fehlen noch Bilder. Und ich habe mir so vielleicht vorgestellt, ein paar Neonlichter. Also Neon? LED-Lichter, so. Ein paar coole LED-Lichter, die cool ausschauen, wenn man so filmt. Und das sieht man dann hier. Ich muss noch drüber nachdenken. Also auf jeden Fall, das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier muss noch was ran und aus dieser Ecke bin ich auch noch nicht so wirklich zufrieden. Also der Sessel, schön und gut, aber das Ganze drumherum, I don't know. Ja, aber ich werde das Video hier jetzt schon mal beenden, mich fürs Zuschauen bedanken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich plane mehr Videos. Das möchte ich. Ich liebe es, Videos zu machen. Habe leider in letzter Zeit sehr wenig Zeit, aber das wird sich verbessern. Und dann werde ich einfach mehr Videos wieder machen, weil ich vermisse es. Aber es ist so viel zu tun in letzter Zeit. Irgendwie komme ich, die Luisa ist auch so ein bisschen, ja, die braucht mich in letzter Zeit ein bisschen mehr. Man hat so das Gefühl, als hätte sie einen Schub.
irgendeine Entwicklung macht sie wahrscheinlich gerade. Und ja, deswegen ist es ein bisschen anstrengend. Also nicht anstrengend schlimm, sondern dass ich jetzt nicht schlafen kann oder so. Sondern es ist anstrengend, weil ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber das ist okay, weil Familie geht so immer vor, Kinder gehen immer vor. Aber nichtsdestotrotz wäre ich gerne ein bisschen produktiver. Ja, ist halt nicht so einfach zur Zeit. Deswegen, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Es folgen auf jeden Fall ganz bald mehr Videos, auch mit dem Papa. Und ich sage nochmal Tschüss. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.